Hey Leute und willkommen zurück zu Noobs bei der Arbeit. Wir sind wieder auf dem Multicube-Server und wir spielen heute... Ja, hallo Minecraft-Freunde. Wir spielen heute Inferno Rush. Inferno Rush! Ah! Oh Mann, brüll mir nicht so ins Ohr. Jetzt bin ich taub, Mann. Und wir sind auf dem Multicube-Server nicht ganz alleine, denn ein Multi ist auch bei uns. Komm runter von einem hohen Ross. Hey Leute, ja. Was geht? Hallo. Multidoodle, ich spreche es jetzt nicht aus. Ey! Und ich würde sagen, wir sehen uns in der Runde. Bis gleich! Ja, bis gleich! So, da sind wir auch in der Runde, wie ihr seht. Und es geht schon direkt los. Mit das rauf hier. Und für die Leute, damit ihr wisst, warum der Multi überhaupt dabei ist. Und zwar, der Multi ist ein guter Freund von mir. Und ich versuche dem jetzt mal so ein bisschen das Let's Playen beizubringen. So, weil der Let's Playen hat er an sich so noch gar nicht so getan. Und beziehungsweise stellt er sich damit etwas schwerer an. Ich weiß nicht, wie das geht. Auf einmal war es da. Ich weiß nicht wieso oder so, ne? Also man muss hier echt aufpassen, dass man hier auf diesen Plattformen bleibt, ja, genau. Ne? Ja, man muss auch aufpassen, irgendwann verschwinden die Plattformen komplett. Okay. Also das heißt, immer weniger Plattformen. Stehen bleiben ist keine gute Idee, oder wie war das? Genau. Okay. Irgendwann gibt's Löcher. Okay. Und es werden immer weniger Plattformen. Ich bin mal gespannt, wie lange wir durchhalten. Ja, bis jetzt bin ich noch da. Und hier brennt schon jemand. Danny Wien left the game. Hey, der war gerade auf dem Server. Okay. Boah, aber ist er geil gemacht, aber, ne? Ja, das ist aber richtig gut gemacht. So, aber hier leckt gar nichts, Kalle. Das will ich mal festhalten. So, wo geht's jetzt weiter? So, ich bin noch da. Du siehst halt, wo die verschwinden, dann kommen davor so Partikel. Frum, frum, frum. Und dann. Okay. Wie geht das? Okay, das. Okay. Ah, da sind jetzt so Löcher. Mhm. Das werden immer mehr. Da. Moment. Oh nein! Ach Mist! Deswegen nicht diesen weißen Dinger stehen, sondern immer bei dir. Ich hab die Partikel gesehen und ich renn auch noch direkt drauf zu, ich Depp! Springt einfach rein, okay, schlauer Typ. Okay, dann bleiben wir jetzt mal hier stehen. Oh Gott. Ah, die Platten verschwinden dann. Ja, das ist echt übel, das Game. Das ist richtig übel. Eieiei. Also wer sich das ausgedacht hat, der hat sich da auch richtig Gedanken gemacht. Das finde ich, ich finde es geil. So, oh, da verschwinden sie. Schaffst du, doch. Lalala. Was ist eigentlich mit dem Block? Was hat denn das mit dem Block auf sich? Da kriegst du manchmal spezielle Items, wie zum Beispiel Schneebälle, und damit kannst du andere runterkicken. Ah, okay. In die Lava. Beispielsweise, du kannst machen, dass manche Plattformen sich in Eis verwandeln, dass sie das hier runterrutschen. Ja, war jetzt knapp. Hä? Okay. Nein, wer war das? Ich nicht. Oh Gott, ich mach hier nicht länger. Da bin ich gestorben. Da bin ich reingehüpft. Hast du mich runtergeschubst, Multi? Nein. So, da sind wir auch in der nächsten Runde. Mit der Lava ein bisschen, stimmt. Oh, und da ist die Lava. Kann man die irgendwie runterhauen? Hier so mit der Hand? Nee, ne? Nein, leider nicht. Du musst halt auf diesen Goldblock achten. Ja, da achte ich sowieso wahrscheinlich nicht drauf. Da gehe ich wahrscheinlich unter. So. Und was ich jetzt so ein bisschen gelernt habe, besser ist es hier auf den grauen Linien erstmal zu bleiben und dann auf die weißen Blöcke, weil wenn da so eine Plattform da weggeht, dann direkt unter den Füßen ist es ungünstig. Weißt du, wer ist auch noch dabei? Auch sind der echt schon welche in der Lava oder was? Nein, ich bin nicht in der Lava. Nein, ob schon welche drin sind. Weil hat sie gerade einer ist schon gestorben. Ehrlich? Ach ja. Krass. Der Fug. Da war mein latest death. Da bin ich vorher gestorben. Okay. Na gut, dass ich die Scheiße nicht mehr hab. Oh. Hey, hier ist eine Melone. Hallo. Okay.
Okay, aber ich glaube, jetzt sollten langsam Platten weniger werden, ne? Alle rennen dahin. Wie die Irren. So, wo geht's hoch? Wo geht's hoch? Da geht's weg. Genau. Gerade noch so. Bei mir. Das war echt krass. Die Hände, du. So. Die Frage ist, gibt es da ein Schema oder ist das random, ne? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Dafür müssen wir es öfter spielen, um zu finden. Also ich meine, das wäre random. Ja, das ist auch random, wenn man 100%ig. Irgend so ein Zufallsprinzip oder so. Da hinten geht eine Platte weg. Oh ja! Nein! Da ist man nicht da hinten gerannt. Jetzt sag bloß, was schon weg. Ja, ich hab länger gelebt als Kalle! Das kreuze ich rot im Kalender an. Ja, danke aber auch. Als Feiertag. So, heute wird Feiertag gemacht. Heute ist der 13.11. In der dritten Hälfte. Ja, ich lebe noch. Baby. Mann, ich habe ja jetzt richtig lange durchgehalten schon. Ja. Wer hätte das gedacht? Toll, und ich bin schon tot. Yeah. Wenn ich mich einfach umdrehe, weißt du, renne ich nach da hinten, wo es der weiteste Weg ist. Na, super auch. Ich sehe immer nirgends diesen goldenen Block, aber egal. Der ist immer ganz schnell weg. Der ist schnell abgebaut, als du gucken kannst. Ich glaube, du musst ihn wirklich rechts bekommen. Oh, direkt neben mir die Platte hochgegangen, finde ich gut. Und wieder ein paar weniger? Nein, oh mein Gott, Schneeball. Dann wirft einer mit Schneebällen. Ja, das ist gut, ne? Er springt auch noch in die Lava, der Typ. Und echt? Der Handy ist auch. Okay, gut. Dann aufpassen. Da, hier gehen zwei Platten weg. Nein, Metos, geh zurück. Lauf mal in die Lava, das ist schön warm. Ist schön nein, angenehm. Nee, das lassen wir. Angenehm und schmutzlösend. Puh. Also bis jetzt lebe ich noch. Ich meine, gewinnen tue ich sowieso nicht hier. Das kann ich vergessen. Los, Metos! Ja! Was? Wo geht's hoch? Wo ist die nächste Platte? Und wo? Oh, schade, Metos ist nicht gestorben. Ja, da leider noch eine Runde weiter. Meine Damen und Herren. Hey, Metos, hinter dir, ist der Block. Rechtsklick. Rechtsklick, ah! Ja! Nein, bitte nicht auf mich. Nein. Ich muss ja mal gucken, wo gehen die Blöcke hoch? Ja. Nein, nicht auf mich. Einer weg. Jawohl. Hab ich gewonnen? Ich hab gewonnen! Ja, wie krass ist das denn? Ja, ich wusste nicht, Minecraft-Götter lassen mich nicht im Stich. Ja, wie geil ist das denn? geile Runde. Auf jeden Fall. Okay, ja Leute, das war's mit dem Spider-Arbeit. Ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao.